Hallo zusammen, ich sag euch, heute war bei mir im Büro was los. Also manchmal muss man wirklich kerngesund sein, um das alles auszuhalten. Ich bin also wirklich geschafft an sich, fix und foxy, und freue mich jetzt nur noch hier auf eine ruhige Partie Skat. Und ich sag euch das eine, ich bin richtig zahm heute. Ich will niemandem was zuleide tun. Ich werde also hier eine ganz ruhige Kugel reizen. Also Disziplin habe ich mir zumindest so vorgenommen. Mal schauen, ob ich das jetzt hier im Laufe der Serie auch einlösen kann. Manchmal ist ja der Gedanke stärker als das, was dir später das Bauchgefühl sagt. So, wir haben eine 18er Reizung. Da möchte ich doch dann gerne mal in Hinterhand kommen. Und Karo stechen. Das ist allerdings nicht genug, da beiße ich noch nicht an. Für drei Augen muss es ein bisschen mehr geben. Okay, jetzt sollte ich hier vielleicht mal rüber, denn das kann mein Partner natürlich nicht. Und dann hoffentlich auf Pik das Spiel wieder in die Mitte tragen. Ansonsten kann ich mir das mit Karo wohl sparen. Ja, gut, jetzt kriegen wir hier diesen Karo Stich. Spieler 2 hat es erlaubt, aber jetzt wäre es natürlich besser gewesen. Spieler 1 hätte die Farbe gewechselt, denn das war ganz offensichtlich kontrolliert gespielt. 6 Trumpf, 3 Karos, die Kreuz Lusche noch abgeworfen. Mit anderen Worten, mehr kriegen wir nicht. Hätten wir also etwas mehr gemacht, wenn mein Partner jetzt nicht direkt Karo Ass gezogen hätte, dann hätte ich statt 14 zu stechen mit der Trumpf Lusche dann noch die 10 reinlegen können und dann hätte es natürlich gereicht. Also das erste kleine unscharfe Gegenspiel von Spieler 1, der hätte da eben durchaus mal das Pik Ass direkt drauflegen können und wenn er das schon nicht tut, es dann wenigstens statt dem Karo Ass anbieten sollen. Joa, ich habe hier nichts, kann ich euch noch kurz berichten. Erfreulich, 24 Teilnehmer, also alle haben es gemerkt. Wer noch nicht qualifiziert ist, hat nicht mehr viele Chancen. Das heißt, wie auch im letzten Jahr, jetzt zum Jahresende kommt da noch mal ein bisschen Bewegung in die Geschichte. Und das ist natürlich schön. Es macht mehr Spaß, wenn es mehr Teilnehmer sind. Es kommt auch noch ein bisschen mehr in den Jackpot rein. Also da bewegt sich jetzt noch ein bisschen was. Und das kann ich euch natürlich auch empfehlen. So, alle warten auf wen? Auf mich natürlich. Okay, 33 gereizt von meinem Partner. Viel kann ich bei diesem Gang nicht beitragen, aber zumindest kann ich einmal die gereizte Farbe ausspielen. So, das Bild wollte ich irgendwie noch nicht spielen. Häufig mal ist das Ass dann ja auch zumindest initial einmal beim Alleinspieler und erst die bestellte 10 beim Mitspieler. Das war aber hier nicht der Fall. Von daher, ja, drei Augen hätten wir schon mehr haben können. So, drei Buben. Oh, und Herz Dame wäre hier natürlich ein goldenes Anspiel gewesen. Herz frei, mein Partner, und nur einen Buben. Ja, ich habe natürlich aufgrund der Reizung auch durchaus gerechnet, dass mein Partner vielleicht zwei Buben haben könnte. Und dann ist es natürlich nicht so klasse, den auf Trumpf zu setzen. So, Herzstich ist davon. Den machen wir nicht mehr. Und hier machen wir auch nichts mehr. Na gut, das wäre wohl sowieso nichts geworden. Der Abstich hätte uns natürlich in ein bisschen glanzvollere Ergebnisse geführt, aber gewonnen hätten wir damit auch nicht. So, und was haben wir hier? Das Ding kann man natürlich zumindest mal als 0 reizen, beziehungsweise als 0 ist ja schon Pflicht. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Reizung, zwei Reizungen ist eigentlich kein gutes Zeichen. Nee, ich halte hier mal die Füße still. Eine gute muss man erstmal finden. Und selbst wenn du diese eine gute findest, dann hampelst du hier noch mit zwei blanken Achtern rum. Zwei langen Farben, die dann schnell zum Abschmeißen genutzt werden können, gegen Reizung. Also klar, man kann auch mal zweimal richtig passend finden oder Pik 7 sowas, dann langt schon eine. Aber das ist mir hier noch ein bisschen zu früh. Ich sagte es ja, heute ganz entspannt. Und da muss dann eben die Karte auch ein bisschen mitspielen. Da muss ich nicht gleich solche Fliegen losmachen. Ja, den nehme ich, das ist doch klar. Logisch, mein Partner hat noch einen Buben, Kreuzbuben, mindestens den einen. Sehr wahrscheinlich genau den Kreuzbuben.
Und in dem Fall stimmte die Stechfarbe mit Karo. Sieht eben nur so aus, als ob Spieler 1 hier gar nichts abzutragen hätte. Na, 2 Buben, 3 Kreuz, 4 Herz. Wenn er jetzt noch Pik Ass hat, dann kriegen wir gar nichts mehr. Oder er hat sogar ein Herz weniger, dafür Pik Ass 10 noch. Wunderbar, dann ist auch Feierabend und ein schönes Schneiderspiel. Ah, das passt doch. Genauso wollte ich es haben. Kein Stress. Das ist das Schöne, wenn du nicht alleine spielst, dann hast du auch nichts auszustehen. Das gibt so Karten, da kann man eben gar nicht so viel mit verkehrt machen. Es kommt auf die eigene Stimmung drauf an, ob man sich darüber freut oder eher darüber grämt. So, Pik. Da würde ich mal sagen, zumindest jetzt mal erstmals im Gegenspiel ein bisschen Ambition, so wie die Karte sitzt. 2 Trumpf nur, gut, Kreuz 10 blank, aber das muss nicht immer das Schlimmste sein. Stechfarbe gleich gefunden. Ich habe hier noch genug Volle zum Unterbringen. So, wunderbar. Da geht die 10 zwar dahin, aber dafür kann es gut sein, dass mein Partner jetzt mit Kreuz König 8 oder so zum Beispiel noch 2 Stiche macht gegen 7 und Dame. Ja, oder es kann auch sein, dass es gar nichts mehr gibt und dann schnell geschenkt, wieder Schneider, okay, nichts zu machen. Weiter geht es im Programm. Flaute, Flaute, und heute freue ich mich darüber. Es war wirklich krass heute, also das, na, ich will euch damit gar nicht nerven. Ihr kennt das selber, so ein Bürojob, der ist manchmal hammerhart. So, langer Weg, kurze Farbe, erst recht, wo ich hier nur einen Trumpf habe. Wenn mein Partner die Karos hat und ich hier einmal zum Abstich, Überstich, Unterstich komme, dann wäre es gut, ist aber schon mal nicht der Fall. Dafür haben wir das Karo Ass schon rausgelockt. Oh, beide Trumpfvollen beim Alleinspieler. So, jetzt muss ich ein bisschen raten. Ich fange mal hier mit dem Pik Ass an. Wahrscheinlich ist es egal, wo ich in beiden Farben den König auch habe, glaube ich eigentlich nicht, dass der Spieler irgendwo die 10 oben hat. Na, mit Pik war es auf jeden Fall korrekt. So, und jetzt, und jetzt, und jetzt, na komm, gleich das nächste Ding durchladen. Denn was wir haben, das haben wir, und ich habe es mir schon gedacht, er hat tatsächlich nur Karo, also die 18 von meinem Partner, das war halt eine typische Mittelhand-Angereize, das darf man manchmal nicht auf die Goldwaage legen, das ist, tja, teils schon ein Karo, aber genauso oft ist es dann eben auch kein Karo. Davon geht zum Glück die Welt nicht unter. Und von diesen Karten geht sie auch nicht unter. Das ist ja wie bestellt. Beim nächsten Mal sage ich, ich will 12 Spiele machen, dann, wenn das dann auch so wunderbar hinhaut, dann kann ich ja zufrieden sein. Ah, herrlich, du. Herrlich. Auch das ist so schön beim Skat. Da gibt es so diese Entspannungsphasen zwischendrin, wo die anderen schwitzen. Ah, schön. So, kreuzlich. Das sieht aus, als würde ich jetzt 2 Pikstiche machen. Ja, das sieht richtig gut aus. Alleinspieler geht quasi über die Dörfer. Das ist so ein bisschen die, der schiebt so ein bisschen die Panik wegen den Pikstichen. Okay, jetzt könnte ich sogar auch schon stechen und dann die beiden Pikstiche ziehen, aber ich denke mal einmal Karo 10 da noch abladen, das ist gar nicht so eine schlechte Idee. So, jetzt ist ja die Frage, hat er 3 Herz? Hat er 2 Herz? Ich denke mal, den halten wir mal hoch an, obwohl ich, ja, fast habe ich es mir gedacht, dass er noch ein Herz dabei hat. Aber jetzt erstmal Karo Ass einsammeln. Pik Dame, ach schaut an, das ist ja gar nicht so trumpfstark, das Spiel. Ich denke mal, einen Trumpf werden wir auch noch einen Stich machen und dann haben wir hier wohl das erste Mal die 40 Punkte eingesammelt. Heieieiei, 39 Augen. Das war jetzt vor allen Dingen ein teurer Spaß. Das muss man natürlich erstmal wieder reinholen, 96 minus. So, und was kommt jetzt? Jetzt sind wir in der zweiten Hälfte. Das Blatt, man merkt es schon, nach so einem Vorfall dreht es sich ein wenig. Ich kann hier zumindest mal auch mit einer defensiven Grundeinstellung erstmal bis 30 mitgehen. Herz mit 2, den gönne ich mir, aber mehr
ist es dann nicht. Ich passe natürlich auf den Reizwert, denn wenn jetzt Spieler 1 auch den Herz ohne 2 wollte, dann hat er die Handvoll Trümpfe. Das kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber das ist der Grund, warum ich auf den Reizwert, also einmal vorher schon passe. Nun wird Kreuz gespielt, sicher eine gute Wahl, zumindest was meine Gegenkarte angeht, kann das sein, dass wir da völlig chancenlos sind. Stechfarbe gefunden, eine wichtige Information, und dann leuchten wir mal langsam in den anderen Farben. Ja, warum hat mein Partner nicht Herz gespielt? Ist er noch vom Schlag alte Schule? Will nicht blank ausspielen? Nee, Lusche Dame wäre durchaus die kurze Farbe gewesen. Da habe ich jetzt also ein paar, das erste Bild quasi schon fallen lassen. Dafür weiß ich jetzt auch, dass der Alleinspieler nur 2 Herz hatte. Nützt uns das was? Wenn es ein Sechstrümpfer ist, dann hat er natürlich auch 2 Pik, und dann kriegen wir jetzt auf jeden Fall den Karo nach Hause. Das Ass war ja schon weg. Okay, hat er vielleicht noch einen dritten Pik? Nein, dann ist jetzt auch schon Feierabend. 73, nichts zu machen. Da hätten wir auch mit einem anderen Ausspiel nur wenige Augen mehr einsammeln können. So, was passiert hier? 18 schon wieder geboten, da werde ich sowieso nichts werden. Ah, Mensch, jetzt bin ich aber auch schon fast wieder ausgeruht, also ich würde sagen, allmählich wäre ich auch sogar potenziell bereit für ein erstes eigenes Spiel. Andererseits, zur Not kriegen wir das auch so über die Bühne. Dann lehne ich mich hier weiter zurück. Na, da gehen wir ran. Dann hoffen wir mal auf Herz, das Spiel nach vorne zu tragen. Aber das funktioniert wieder nicht so richtig gut. So, wo ist der Herzkönig? Ist der Herzkönig im Keller oder ist mein Partner nicht raufgegangen? Ich denke mal fast, er ist nicht raufgegangen. Trotzdem nutze ich mal die Chance. Und denn ich habe noch beide Karo vollen. Ja, gut, habe ich mir gedacht, dass das nicht funktioniert, aber wo will ich alle vollen unterbringen? Einen vielleicht noch in Trumpf, einen vielleicht noch in Kreuzstich, aber mehr wird dann sowieso ambitioniert. Jetzt habe ich tatsächlich, während ich mich hier euch mit euch unterhalte, nicht korrekt aufgepasst. Ist das jetzt hier schon Trumpfabzug? Zwei Kreuz, tut, tut, tut. Kann eigentlich nicht sein, dass hier nur noch die Übergabe fehlt. Muss noch ein Trumpf über sein und dann ist es egal. Ach, gar nichts gibt es in Kreuz. Gar nichts zu holen. Alles schlapp. So, 267, 266. Ich habe 40. Das sind also 226 Rückstand und 227. Gut, also irgendwann muss was passieren. So viel ist klar. Die kleinen Kartoffelstecher werden mir soweit nicht freiwillig entgegenkommen, und jetzt ist es passiert. Zack! Ja, das war ja schon mal Grütze, das war nichts. Gut, in dem Fall, sage ich mal, drücken wir mal 0 Augen und starten hier mit einem grundsoliden Herz-Solo. Ja, grundsolide, so solide ein Sechstrümpfer nun mal sein kann, wenn einem noch das Karo Ass in der Beikarte fehlt. So. Hoffen wir mal, dass jetzt irgendwie ein Trumpf 10 oder Karo Bube zumindest fällt. Das passiert in der Konstellation oft, so auch hier. Denn damit kann ich jetzt die Trumpf 10 sehr wahrscheinlich einsammeln. Ja, sehr wahrscheinlich. Das machen wir jetzt mal sicher, indem wir sie direkt rausschnappen. Und jetzt ist natürlich noch ein Pik voller unterwegs. Die Karo vollen sind unterwegs. Die Gegner haben aber noch gar nicht so viel. Wahrscheinlich kann ich machen, was ich will, aber ich versuche es mal auf dem Weg Kreuz oben unten vom Stich zu gehen. Ja, ich glaube, ich gewinne ja sogar, wenn ich gar kein volles mehr schnapp, aber so habe ich noch die besten Chancen. Und da guck mal, wie leicht es da manchmal läuft. So kriege ich noch beide nach Hause, sowohl die Karo 10 als auch den fehlfarbenvollen hier Pik 10 her zu mir, und dann mit 85. Das gibt zwar keine Schneiderpunkte, aber es gibt ein gutes Gefühl. Und zwar so gut, dass ich jetzt sogar mich für
Na, guck mal, jetzt sticht mich der Hafer. Ja, doch, bin schon wieder bei 20. Viel zu weit, viel zu weit. Eigentlich höchstens Versuchs 18 in Mittelhand, aber ich habe mich jetzt schon wieder hier irgendwie Feuer gefangen. Jetzt muss ich mich nochmal selber zurücknehmen hier, die letzten beiden Spiele, dass ich nicht noch wieder diese schöne, disziplinierte Liste kaputt reize. So, drei Jungs hat er. Kreuz Ass hat er auch. Ja, danke. Danke, du bestätigst das. Mehr gibt's schon wieder nicht. Was für ein Ochse. Ein kleiner Stich für uns. Ja, das wird aber schwer, Spieler 2 noch zu greifen. Gucken wir mal zuerst auf Spieler 1. Das sind 157. Zwei Spiele noch. Und das hier sieht jetzt nicht wirklich wie ein Treffer aus. Es sieht nicht wirklich wie ein Treffer aus. Gut, Spieler 1 möchte spielen. Vielleicht kommt er mir jetzt doch noch ein paar Meter entgegen. Das ist wahrscheinlich meine beste Chance heute. Ja, aber ein fast ungezwungener Grang, also die Mutmaßung ist ungezwungen, dass er nicht den Karo spielen wollte, sondern dass er den Grang freiwillig spielt. Nicht aufgrund meiner hochgereizten 20. So, und Kreuz hat er wohl, na, wahrscheinlich den König zu dritt oder sogar zu viert, wie wir hier an der Dame sehen. Dann wechsle ich jetzt mal auf Herz. Der König natürlich verräterisch, aber sehr wahrscheinlich hat Spieler 1 natürlich keinen in der Flosse und muss ich dann trotzdem überlegen, ob er den laufen lässt. Nee, tut er nicht. Herz Lusche gedrückt. So, was macht mein Partner? Schnippelt mit der Dame. In Pik gibt es also auch noch einen Stich. Na, vielleicht kriegen wir das Spiel ja doch auf dem Weg ganz interessant hin. Jetzt den Kreuz abziehen und dann nochmal einen kleinen Zwischenzug, bevor wir dann gegebenenfalls Karo spielen würden. Denn in Pik muss ja auch noch was gehen, aber da geht direkt das Ass rauf. Dann sind wohl noch 10 und ja, dann hat der Spieler jetzt Rest 10 Lusche und die beiden Buben sind noch beim Alleinspieler. Ja, da stand Pik nicht gut genug für uns. Der hätte ein bisschen unrunder stehen müssen. Grang mit 4 hinterher. Ja, Leute, was soll ich sagen? Meilenweit sind sie enteilt. Oh, ich habe gar nichts verloren. Ich habe nicht viel falsch gemacht. Bisher, glaube ich jedenfalls. Mal gucken. Den Ehrentreffer habe ich schon. Jetzt, ja, kommt hier noch ein Spielchen vorbei. Das sieht an sich wie ein richtig schönes Blatt aus. Das Beste, was ich heute bekommen habe. Karo ohne 3. Ist ja nur die Frage, ob ich hier überhaupt noch eingreifen soll. Soll ich oder soll ich nicht? Wie sieht's aus? Spieler 2. Ja, ich reiz den jetzt. Das ist nicht so, ist ja nicht mein Auftrag, hier die anderen kostenlos an die Spiele kommen zu lassen. Bis 36 muss ich auf jeden Fall. Und dann muss ich nachdenken. 36 hat er. Ja, wenn ich das Ding auf Hand reize. Ach nein, ich tue es nicht. Dann gehe ich erstens selber natürlich nochmal groß ins Risiko. Ein Bube tot gefunden, auch wenn das vielleicht aufgrund der Reizung nicht super wahrscheinlich ist. Aber auch die blanke 10, wenn 4 Trumpf dagegen stehen, dann bin ich ziemlich wehrlos. Vor allen Dingen, worum geht es hier bei mir noch? Um nichts. Nur darum, einen fairen Kampf abzuliefern. Das habe ich, denke ich, mit der 36er Reizung. Und da kommt noch ein Grang rausgepurzelt. Halleluja, hier ist ja was los. Jungs, gleich verteilt. Also gute große Karten sind im Umlauf. So, und der Grang sitzt offenbar auch wieder gut. Wahrscheinlich 4 Herz, ist zumindest vorstellbar. Trotzdem nehme ich das hier mal raus. Könnte auch anders sein. Ob wir da nun 18 machen oder 21, macht den Kohl wahrscheinlich nicht fett. Bup, 31, ja, Pik 8 ist natürlich auch wieder nicht so viel. Ist das jetzt ein Rückschub oder kann er jetzt günstig abwerfen? Ja, kann günstig abwerfen. Na gut, Herz 9 war wahrscheinlich auch eine Karte, die zum Einschub gereicht hätte. Nein, 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 nein. Das war ja gar nicht mal so pfiffig von Spieler 2. Hat der denn noch einen Buben? Nee, kann eigentlich nicht sein, ne? Naja, wir probieren es trotzdem. Nee. Der hatte gar kein Karo und jetzt hat er ihm natürlich kurz vor Schluss dann doch die Kreuz 10 hochgespielt. Gut, war, glaube ich, trotz alledem nicht zu lösen, das Spiel für uns. Ja, schönes Ergebnis, 6 zu 1, 5,59, herzlichen Glückwunsch. Spieler 1, Spieler 2 auch sauber gespielt, hinten aus nichts mehr bekommen und ich, ja, im Prinzip Start-Zielsieg, wenn man so will. Wie ich es mir vorgenommen habe, ganz ruhige Kugel,
geschoben, habe mein eines Spiel bekommen, also bin hochgradig zufrieden mit dem Ausgang dieser Liste. Freue mich auf weitere spannende Skatpartien und Videos. Bis dahin, wie immer, gut platt!